Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Dialogs mit Helga Zeppler-Rusch. Wir haben leichte technische Schwierigkeiten, deswegen ist das Bild etwas verzerrt, aber das sollte Sie nicht stören. Heute ist Mittwoch, der 30. Dezember 2020, die letzte Ausgabe unseres Dialogs dieses Jahr. Und auch die letzte Phase, in der Trump noch die Möglichkeit hat, Helga, um die von den Medien und von den internationalen Bürokratien in die Gänge geleitete Wahlmanipulation sozusagen noch zurechtzurücken. Was sind die Möglichkeiten, die Trump jetzt noch hat, um seine zweite Wahlperiode zu sichern? Naja, also wenn man den Mainstream-Medien in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und natürlich in den USA selber glauben würde, dann ist es alles gelaufen. Trump ist einfach ein schlechter Verlierer. Aber da wir uns sehr intensiv mit der Lage in den USA beschäftigen, ergibt sich von dort, von der Innenansicht her, eine ganz andere Perspektive. Es kann überhaupt gar kein Zweifel bestehen, dass da die massivsten Unregelmäßigkeiten waren und auch Wahlbetrug. Also es ist kein Zweifel. Es gibt Tausende von Augenzeugen, die eidesstattliche Erklärungen abgegeben haben. Ich will das jetzt gar nicht hier an dieser Stelle ausbreiten, aber es ist einfach genug, dass es wirklich noch möglich sein könnte, je nachdem, was am 6. Januar, wenn der Kongress das Ergebnis der Wahlmänner entweder bestätigen oder ablehnen soll, dass es noch zu Änderungen kommt. Wie dem auch sei, der Apparat, gegen den der Trump da ankämpft, ist massiv. Das Establishment ist absolut entschlossen, den Trump in der zweiten Amtszeit zu verhindern. Das hatte ja der Privy Council in New York, in London schon 2018 gesagt, dass sie also, dass die Sonderbeziehung zwischen den USA und Großbritannien keine zweite Amtszeit von Trump überleben würde. Und das ist der Grund, warum die kriminelle Energie, den Trump wegzukriegen, so absolut enorm ist. Auf jeden Fall könnte der Trump noch das Schachbrett total über den Haufen werfen. Er könnte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er den Nerv dazu hat, aber was eine effektive Weise wäre, wäre, wenn er sofort trotz der Anti-China- und Anti-Russland-Kampagne, die in den USA im Augenblick eskaliert, auf Putins Angebot eingehen würde, diesen Gipfel der fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates abzuhalten. Und dass der Grund wäre natürlich offensichtlich. Wir haben eine riesige Krise. Wir haben eine Welthungerskatastrophe, wo 270 Millionen Menschen in akuter Lebensgefahr sind im kommenden Jahr. Wir haben eine außer Kontrolle Situation mit der Pandemie. Wir stehen vor einem Finanzkrach. Wir haben eine Krise, eine Zusammenbruchskrise der physischen Ökonomie. Und natürlich auch eine strategische Krise, wo im Grunde die provokativen Aktionen der NATO an der russischen Grenze, wie der stellvertretende russische Verteidigungsminister Fomin gerade gesagt hat, im Grunde die Eskalation und das außer Kontrolle geraten dieser Provokation nur durch die Flugkunst der Piloten und der Seeleute verhindert worden ist bisher. Das heißt, wir sitzen auch strategisch auf einem absoluten Pulverfass. Deshalb wäre der Grund für einen solchen Notgipfel vielfältig. Und wenn Trump das machen würde, die Russland und China würden mit absoluter Sicherheit das sofort unterstützen, dann könnte man die Agenda der strategischen Situation vollkommen verändern. Das wäre mein Rat an Trump, das zu tun. Er könnte auch Assange und Snowden, also also Pardon, praktisch ja ihre Sicherheit garantieren und sie als Zeugen im
im Hintergrund, in Bezug auf den Hintergrund von Russiagate befragen lassen. Damit würde die Situation total umgedreht. Damit käme der ganze Deep State, der hinter Russiagate, hinter dem Coup gegen Trump steht, der käme im Grunde ja, in die Petrouille, weil ihre Machenschaften aufgedeckt würden. Und natürlich die absolute Rehabilitierung von meinem Ehemann, meinem verstorbenen Ehemann Lyndon LaRouche, gehört in dieses Paket, weil es ist derselbe Apparat von Deep State, der da eine Rolle gespielt hat. Deshalb ist die Rehabilitierung von LaRouche eine absolut strategisch entscheidende Frage. Er könnte auch einen Sonderermittler berufen, der die ganze Russiagate-Sache untersucht, die Rolle der Geheimdienste. Das würde, egal wer am 20. Januar Präsident wird, die Wahrheit ans Tageslicht bringen. Trump könnte auch den Präsidenten, also den Befehl als Präsident geben, alle Dokumente, die mit dieser Sache zu tun haben, sofort zu veröffentlichen. Das hat er ja schon vor einem Jahr angeordnet. Das wurde bisher blockiert von Gina Haspel, der CIA-Chefin, und Christopher Wray, dem Chef des FBI. Da könnte er jetzt als Präsident das anordnen. All diese Sachen hätte er zur Verfügung, und das wäre wichtig, weil trotz der Mobilisierung, die ganz klar in der Trump-Base, bei den Unterstützern von Trump im Augenblick stattfindet, wäre das eine notwendige Flanke. Ansonsten wird Trump am 4. eine große Rallye in Georgia haben, am 6. in Washington. Aber da hängt wirklich zu viel für die gesamte Welt dran ab, weil wenn die USA zu einer Bananenrepublik degradiert werden, wo die Stimme der Wähler nichts mehr bedeutet, dann hat das Implikationen für die Demokratie in der ganzen Welt. Und deshalb sollte jeder sich da wirklich ein eigenes Bild verschaffen. Und die beste Weise, das zu tun, ist durch unsere Webseiten, wo wir sehr viel Hintergrundmaterial zu diesen ganzen Sachen veröffentlicht haben. Du hast die ganzen Krisen dieses Jahres angesprochen und ausgemalt, und natürlich hat es auch viel Leid im persönlichen Bereich in vielen Familien gebracht. Da ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass das Schiller-Institut vor einigen Tagen zu Ehren des Alexandrow-Ensembles, das ja vor einigen Jahren abgestürzt ist, ein Gedenkkonzert gegeben hat. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte darüber äußern, gerade um in diesen düsteren Zeiten etwas Lichtblick für unsere Zuschauer zu geben. Ja, das ist etwas, was wir jetzt zum 4. Mal gemacht haben. Das Schiller-Institut, der Chor in New York, zusammen mit der UN-Botschaft Russlands, den Feuerwehrleuten in Bayonne in New Jersey, an diesem Denkmal Tiertropfen-Memorial. Und da hat unser Chor eben die russische und die amerikanische Nationalhymne gesungen und ich glaube noch ein paar andere Lieder. Und da war der stellvertretende Botschafter der UN-Mission von Russland, Herr Schumakow, der hat dort eine wichtige Rede gehalten, wo er die Bedeutung dieser schon zur Tradition gewordenen Veranstaltung gelobt hat und gesagt hat, dass man eben um der gemeinsamen Zukunft willen, dass alle Völker und Staaten der Welt in so einer Krise alle Trennlinien und Trennlinien überwinden müssen und ihre kreativen Kräfte gemeinsam auf die Lösung der Herausforderungen richten sollen. Und das ist also noch ein längeres Statement gewesen, aber es war wirklich sehr, sehr wichtig, weil in Zeiten wie diesen braucht man Verständigung und Ausdruck wahrer Freundschaft und nicht diese Hetzkampagnen, die im Augenblick vor allen Dingen in den USA gegen Russland und China laufen.
Du sprichst es an, eine Überwindung der Trennlinien ist im Moment gerade nicht der Trend der Zeit. Im Gegenteil, es sieht eher nach einem Decoupling, wie das im Englischen heißt, einer Auseinanderdividierung der USA und China, genauso wie die USA und Russland aus. Was ist da der gegenwärtige, was sind die gegenwärtigen Entwicklungen? Was erwartet uns möglicherweise im neuen Jahr in diesem Zusammenhang? Naja, falls Biden Präsident wird am 20. Januar, was ja im Augenblick eher so aussieht, dass es passieren könnte, dann wird man mit einer Eskalation gegen China zu rechnen haben. Er hat gerade eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, er wird China zur Verantwortung ziehen für alle möglichen Sachen. Also ich will die Liste gar nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall ist es Teil einer absoluten Hysterie. Zum Beispiel hat jetzt Grenell, das war der kurzfristige Botschafter der USA in Berlin, der war bei Fox News und hat dort vom Leder gezogen gegen China. China würde die Weltherrschaft beanspruchen. Dasselbe wurde von diesem Pillsbury, einem notorischen China-Hasser, vor demselben Medium da ausgebreitet. Und da ist also insgesamt eine Hexenjagd gegen China und Russland im Gang. Russland wurde wiederum beschuldigt, einen Cyberangriff auf verschiedene Institutionen in den USA gemacht zu haben. Das wurde wiederum total bestritten von den Vertretern von WIPS, also Bill Binney. WIPS steht für Veterans for Sanity in Intelligence. Das sind alles ehemalige Geheimdienstleute, die forensische Beweise gebracht haben, dass diese sogenannten Cyberangriffe nie stattgefunden haben. Aber das hindert diese Leute nicht daran, diese Lügen immer wieder neu aufzutischen. Und das ist natürlich das cui bono. Man fragt sich, warum. Wenn man solche Lügen über Russland und China als massive Kampagne verbreitet, dann hat das den Zweck der Vorbereitung eines Kriegsgrunds. Man muss ein Feindbild aufbauen, was dann entsprechende militärische Aktionen rechtfertigt. Und die laufen ja im vollen Gang, also die Einkreisung von Russland und China durch die NATO, durch US-Truppen, durch andere Truppen im chinesischen Meer um Taiwan. Gerade hat der stellvertretende Verteidigungsminister von Russland, Alexander Fomin, nochmal gesagt, wie hochgefährlich diese provokativen Aktionen der NATO an der russischen Grenze sind und dass größere Unfälle oder Vorfälle nur verhindert werden konnten durch das ausgezeichnete Training der Piloten von Kampfflugzeugen und der Seeleute, die da die Kriegsschiffe leiten, dass die eben verhindert haben, dass es zu solchen aus Versehen oder intendierten Eskalationen kam. Und das zeigt einfach, wir sitzen auf einem absoluten Pulverfass und deshalb ist also die Aussöhnung oder die Kooperation mit Russland und China auch von Deutschland aus, von europäischer Seite, das absolute Gebot der Stunde und nicht, wie der Herr Altmaier gerade sagt, mit dem Biden eine neue Klimaallianz zu bauen, weil es ist völlig klar, wir können eine Rolle spielen als Moment des Ausgleichs und der Verständigung. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir selber die Rechnung zu zahlen haben. Im wirtschaftlichen Bereich ist ja ebenfalls die Zeichen auf Sturm gestellt. Das, was schon seit einiger Zeit mit dem Great Reset, dem großen Reset oder dem grünen New Deal in der Diskussion ist, zielt da in die gleiche Richtung auf wirtschaftlicher Ebene. Wie ist da die aktuelle Situation? Naja, das Haushaltsgesetz, was gerade vom Kongress verabschiedet wurde, hat zum ersten Mal das Ziel, dass auch die US-Wirtschaft dekarbonisiert werden soll. Das heißt, die CO2-Ausstoß gegen Null gebracht werden soll. Das heißt, auf derselben Linie jetzt wie die EU.
Und die Zentralbankers, Markani, Lagarde, Ursula von der Leyen, natürlich von der EU-Kommission. Und das bedeutet, dass die westlichen Industrienationen sich selber erledigen werden. Die brauchen überhaupt gar nicht, sich über den Systemwettbewerb mit China aufzuregen, weil wenn sie nur grüne Investitionen erlauben, dann ist das das Ende der Industrienationen. Und das große Erwachen wird da absolut kommen. Es wird vielleicht zu einem kurzfristigen Boom in Investitionen im spekulativen Bereich in Bezug auf grüne Technologie führen. Aber das ändert absolut nichts daran, dass diese Politik Gift ist für normale Industrienationen und natürlich damit verbunden auch die sozialen Möglichkeiten, die so ein Staat hat. Dazu sollte man nicht vergessen, dass der ganze Green New Deal und die ganze Idee von Dekarbonisierung der Weltwirtschaft basiert auf falscher Wissenschaft. Natürlich gibt es Klimawandel, aber dieser Klimawandel ist nicht durch anthropogene Gründe verursacht, sondern hängt mit langfristigen Klimazyklen zusammen, die seit Jahrhunderten von Millionen Jahren stattfinden, Eiszeiten, Wärmeperioden sich abwechseln. Und es gibt Tausende von Wissenschaftlern weltweit, die genau diesen Punkt machen. Und es ist einfach nicht wahr, dass es einen Konsensus gibt, dass der Klimawandel mit der menschlichen Aktivität auf diesem Planeten zu tun hat, sondern der Anteil dessen ist so vernachlässigbar, dass es wirklich um was ganz anderes geht. Es geht nämlich um Bevölkerungsreduktion, weil es gibt eine Korrelation zwischen der Energieflussdichte, die im Produktionsprozess angewandt wird, und der Anzahl von Menschen, die auf dem Planeten leben können. Und wenn man alles auf ganz geringe Energieflussdichten bringt, wie bei Sonnenenergie oder Wind, dann ist natürlich die Anzahl der Menschen, die leben können, dem entsprechend geringer. Und vor allen Dingen muss man eben sehen, dass das Einzige, was wirklich die Gefahr von Pandemien langfristig, nicht langfristig, kurzfristig verhindern würde, wäre eine wirkliche Industrialisierung der Entwicklungsländer. Aber das ist ja genau, wenn der Green New Deal gemacht wird, ausgeschlossen. Das heißt, es gibt im Grunde dann kein Interesse daran, Afrika, Lateinamerika oder Asien zu entwickeln. Also dieser Green Reset ist wirklich etwas, was man absolut bekämpfen sollte, weil es ist eine Form von neuer faschistischer Diktatur, die da geplant ist, nur um ein bankrottes Finanzsystem zu retten. Und die Auswirkungen dieser Politik sehen wir ja schon überall. Wir sehen Häuserblasen, wir sehen gerade auch hier in Deutschland die viele Krankenhäuser vor dem Ruin, vor dem Bankrott. Wir sehen den Bankensektor in einer immensen Krise. Auf der anderen Seite haben wir in der internationalen Politik eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen China und Russland, die jetzt gerade wieder ein Gespräch der beiden Regierungschefs hatten. Vielleicht siehst du dir, kannst du unseren Zuhörern den Unterschied der Ausrichtung zwischen Russland und China auf der einen Seite und dem Westen mit dieser Green Reset-Politik auf der anderen Seite nochmal darstellen. Ja, das ist wirklich sehr gut, weil Putin und Xi Jinping hatten gerade ein längeres Telefongespräch, wo sie nicht nur ihre Kooperation bei vielen Projekten im Wissenschaftsbereich, Infrastruktur betont haben, Bekämpfung der Pandemie, Verteilung von Impfstoffen vor allen Dingen in der dritten Welt, sondern vor allen Dingen auch ihre tiefe, ewige Freundschaft betont haben. Everlasting Friendship, also ewige Freundschaft. Das ist auch ganz wichtig, weil zum Beispiel Brzezinski, einer der ja, übelsten Geopolitiker für lange Zeit, der hatte vor Jahren mal be behauptet, es könnte zwischen Russland und China nie eine Freundschaft geben. Und genau das ist nicht wahr.
Es kann Freundschaft geben. Natürlich, Churchill wäre der Erste, der das bestreiten würde mit seinem Verdict, also mit seinem Diktum, dass es nur Interessen gibt und keine Freundschaft zwischen den Nationen. Aber wenn Nationen nicht nur im gegenteiligen Interesse ehrlich agieren, und das, denke ich, ist zwischen Russland und China seit einiger Zeit der Fall, sondern vor allen Dingen, wenn die sich eine gemeinsame Mission geben, nämlich die Überwindung der Armut in den Entwicklungsländern, dann wächst daraus ein Band, was wirklich Freundschaft schafft. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man die Welt nur mit der geopolitischen Brille sieht und die Welt als Nullsummenspiel, wo der eine gewinnt und der andere verliert, was ja leider in Europa auch die Sicht ist. Deshalb halte ich das für einen sehr guten Kontrast, und deshalb bin ich auch der Meinung, dass trotz aller geopolitischen Attacken auf Russland und China der asiatische Raum ganz massiv attraktiver ist für viele Länder in der Welt als die USA und Europa. Und wir können da sicher auch im Hinblick auf die Pandemiebekämpfung im kommenden Jahr noch viel von Asien lernen, besonders von China, wo ja die Impfkampagne genauso angelaufen ist wie in den USA. Hier in Europa und in Deutschland sind wir noch sehr zögerlich damit, aber es geht so langsam auch los. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern zum Ende unseres Dialogs eine positive Aussicht aufs neue Jahr geben. Was für einen Lichtblick können wir besonders hier aus dem Jahr 2020, dem 250. Geburtstag von Beethoven, mit ins neue Jahr nehmen, was uns sozusagen die innerliche Kraft gibt, um die ganzen Krisen, die wir jetzt diskutiert haben, zu überwinden? Ja, bevor ich das tue, will ich doch noch einen anderen Punkt erwähnen. Ich weiß, dass viele unserer Zuschauer immer einen Anfall kriegen, wenn ich von der Pandemie rede. Aber ich werde es trotzdem tun und den Dr. Tedros von der Weltgesundheitsbehörde zitieren, weil der nämlich einen Punkt macht, den die Leute besser sich also hinter die Ohren schreiben, weil er wahr ist. Tedros sagt nämlich, dass die nächsten noch gefährlicheren Pandemien mit Sicherheit kommen werden, bis man nicht wirklich die Ursachen beseitigt. Das eben, er sagt, die Reaktion war bisher immer, dass jedes Mal, wenn es einen Ausbruch gegeben hat, also zum Beispiel SARS oder MERS, Ebola, dass dann riesengroße Mengen von Geld da ausgegeben wurden und sobald man die Pandemie unter Kontrolle hatte, dann absolutes Vergessen und Nachlässigkeit, nichts wurde geändert. Und diese Zyklen von Geld rumschmeißen und totale also Nachlässigkeit, die ist eben etwas, was durchbrochen werden muss. Und deshalb will ich also nochmal ganz emphatisch sagen, wir haben vom Schiller-Institut und von der Büso ein Programm für die Schaffung von 1,5 Milliarden neuen Arbeitsplätzen. Das muss anfangen mit dem Aufbau eines Gesundheitssystems in jedem einzelnen Land. Weil wenn es in Haiti oder in Mali oder in irgendeinem anderen Land der dritten Welt kein Gesundheitssystem gibt, wird der Virus wiederkommen. Es wird Mutationen geben und irgendwann sind dann vielleicht die Impfstoffe nicht wirksam. Das heißt, wir werden aus diesem Zyklus nicht rauskommen, wenn wir nicht endlich die Unterentwicklung der Entwicklungsländer durch eine wirkliche Industrialisierung überwinden. Einige Leute haben angefangen, das zu realisieren. Es wurden einzelne Stimmen auch in Deutschland laut, dass man da ja vielleicht auch an die dritte Welt denken muss. Aber das ist noch nicht zu einer allgemeinen Erkenntnis geworden. Und deshalb sage ich das nochmal ganz emphatisch hier. Wir werden diese Krise nicht überwinden, wenn wir nicht unseren Egoismus, Chauvinismus und Eurozentrismus überwinden. Das führt mich jetzt natürlich zu der besseren Tradition Europas, nämlich der europäischen Klassik. In dem Fall haben wir noch das Beethoven-Jahr.
Es gibt gute Gründe, dieses Jahr auszudehnen, weil die vielen Konzerte, die geplant waren, nie stattfinden konnten. Und man sollte das Beethoven-Jahr einfach so lange ausdehnen, bis alle diese Konzerte haben stattfinden können. Und warum ist das so wichtig? Weil Beethoven ist, also das ist meine Meinung, aber viele Leute werden mir zustimmen, ist das Beste, was an klassischer Komposition bisher von irgendjemand komponiert wurde. Und wenn man sich viele, viele Beethoven-Stücke anhört, möglichst, also wirklich in gewisser Weise die Seele eintaucht in diese Musik, man kommt als besserer Mensch dabei heraus, weil einfach die kreativen Seiten in der eigenen kreativen Fähigkeit so angerührt werden, dass es eben diese wohltuende Wirkung hat. Und ich würde sogar so weit gehen, dass Beethoven die beste Medizin ist in Zeiten wie diesen, weil es eben der Seele wirklich wohltut und auch einen Begriff von Schönheit wieder klar macht, der im täglichen Leben so absolut abhanden gekommen ist. Deshalb treten Sie unserer Bewegung bei, helfen Sie uns mit, eine klassische Renaissance als Renaissance-Bewegung zu befördern. Und dann haben Sie eine gute Aussicht, dass wir im nächsten Jahr vielleicht hoffentlich das Ruder rumreißen und eine menschlichere Welt schaffen können. Ja, mit dieser Kraft der Schönheit, die du eben erwähnt hast, im Hintergrund wünsche ich dir und unseren Zuschauern ein hoffentlich gutes neues Jahr 2021. Und damit freue ich mich auf den nächsten Dialog nächste Woche. Ja, Ihnen allen und auch dir ein gutes neues Jahr. Dankeschön. Hallo, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockenzeichen zu aktivieren.